ERP-Systeme sind wie Häuser. Unsere Daten und Geschäftsabläufe leben darin. Sie sind vergleichbar mit Gegenständen, die teilweise täglich benutzt werden oder vielleicht auch nur in der Ecke stehen, dort quasi archiviert sind. Leider wird unser Wohnhaus, das von uns genutzte ERP-System SAP R3, ab 2027 nicht mehr von SAP unterstützt, sodass wir dazu gezwungen sind, umzuziehen. Da hierbei viel zu beachten ist, gibt es für unseren Umzug eine Checkliste. Zuerst müssen wir ein neues Haus für unsere Daten und Prozesse finden. Dabei fragen wir uns, was wir brauchen und was für uns wichtig ist. Unser neues Haus soll natürlich sicher, nachhaltig und bedarfsgerecht sein. Gleichzeitig ist uns Transparenz wichtig. Nun geht es ans Packen. Was muss mit und was kann weg? Es wird vielleicht manchmal schwer sein, gerade neben dem laufenden Tagesgeschäft. Aber gemeinsam schaffen wir das. Wie kommt nun alles von A nach B? Wie überspielen wir unsere Daten? Was ist zerbrechlich und wo lauern Gefahren? Wichtig ist, dass alles sicher zu unserem neuen Haus transportiert werden kann. Aber wie soll nun unser neues Haus gestaltet werden? Welche Farben sollen die Wände haben? Welche Anforderungen haben wir an die Details? Wobei benötigen wir externe Unterstützung für die Gestaltung der Umsetzung? Im Anschluss geht es an das Auspacken und Aufbauen. Auch hier ist Teamarbeit gefragt. Was soll wo stehen, damit durch Synergieeffekte ein größtmöglicher Nutzen entsteht? Wie wird was aufgebaut, damit unsere Prozesse sauber durchlaufen können? Nach getaner Arbeit können wir das Leben in unserem neuen ERP-Haus genießen und von den Automatisierungen, Übersichten ohne zeitliche Latenz und unserem blühenden Datengarten profitieren, da wir dank Smart Home nie wieder das Gießen vergessen. Wir freuen uns auf eure Ideen, Anregungen und auf gute Zusammenarbeit.